Alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Es ist wieder Zeit, zusammen Deutsch zu lernen. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们一起学习德语的时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir uns durch einen Hörtest darüber informiert, warum das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg möglich war und welche Faktoren dafür ausschlaggebend waren. 在上节课上，我们通过一篇听力课文了解到，二战之后德国的经济奇迹是如何发生的。哪些因素对于这个奇迹的发生又是起到决定性作用的 ？In dieser Stunde werden wir uns mit einem wichtigen Teil der deutschen Wirtschaft beschäftigen, nämlich der deutsche Mittelstand. In einem Lesetext wird uns genauer erklärt, warum der deutsche Mittelstand so erfolgreich ist.那么在今天这节课上，我们将了解德国经济中的重要一环，也就是德国中小型企业。那么通过一篇阅读课文，我们将了解到为何德国的中小型企业如此成功。Aber was versteht man unter dem Begriff German Mittelstand? Geben wir zuerst den Begriff Mittelstand eine Definition.标题里的 German Mittelstand 指的到底是什么呢？让我们先给 Mittelstand 这个单词下一个定义。Die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Mittelstand steht nach quantitativen Kriterien für kleine und mittlere Unternehmen und nach qualitativen Kriterien für Familienunternehmen. Mittelstand这个在德国非常常用的名称，如果按照数的标准，它指的是中小型企业。那如果是按照量的标准呢，代表的就是家族企业。这里用到我们学过的词组 etwas steht für etwas， 某事代表的是什么 ？Er ist gekennzeichnet durch die Einheit von Eigentum, Leitung.Haftung und Risiko und bezieht sich auf Unternehmen aller Branchen. 那么 Mittelstand 它的特点是财富、领导、责任、风险的统一，可以涉及所有领域的各种不同企业。那么这里我们所说的 Mittelstand 是经济学上的定义。Der Mittelstand 还可以指社会阶层 ,das heißt,Die Mittelschicht. Die Schicht. 这个单词同学们应该不陌生，它可以指阶层，所以 Mittelschicht 指的就是中产阶级。Das ist der Teil der Bevölkerung, der relativ gebildet ist und den es finanziell gut geht. 这个解释指出了中产阶级的两大特征。第一就是受过良好的教育 relativ gebildet ist 第二就是他们的经济水平比较的好 es geht ihm finanziell gut 也就是不差钱的意思那么和中产阶级相应的还会有 die Unterschicht 下层阶级 die Oberschicht 上层阶级从 Mittelstand 派生出来的名词是 der Mittelständler, der Mittelständler, 也就是中层阶级的人。那么在经济学概念上，它也可以指中小型企业的企业家。Mittelstand 的形容词是 Mittelständisch, Mittelständisch, zum Beispiel Mittelständischer Unternehmen.那指的就是中小型的企业。Ja gut, lernen wir zuerst die Vokabeln des Lesetextes und dann können wir den Text lesen. 好，让我们先一起来学习这篇阅读课文的词汇。Die Wortschöpfung, die Wortschöpfung, 深造的词。
Schöpfen 来自于动词 Schöpfen， 这个词有一个比较古老的意思，就等同于动词 Schaffen， 创造。所以 Wort Schöpfen 指的就是创造出来的词。Das ist ein geprägtes, neu gebildetes Wort， 是一个造出来、新构成的单词。Der Angelsachse, die Angelsachsen。Der Angelsachse, die Angelsachsen. Angelo 萨克逊人。注意这是一个弱变化阳性名词。在我们的阅读课文中出现了这个名词的形容词。Angelsächsisch, Angelsächsisch, 安格鲁萨克逊的。Die Angelsachsen waren ein germanisches Sammelvolk, das ab dem 5. Jahrhundert Großbritannien allmählich besiedelte und zunehmend beherrschte. 安格鲁萨克逊人其实是五世纪逐渐迁居并且慢慢占领大不列颠东南部的一支日耳曼族。Das Sammelvolk der Angelsachsen bestand hauptsächlich aus Sachsen und Angel.它的名字 Angelsachsen 是哪里来的呢？那因为这一支日耳曼民族其实是安格鲁和萨克逊两个民族结合的民族，所以它的名字也就这样而来。Pagan, Pagan， 这个动词同学们应该非常熟悉了，它的基本意是铸造，但是比较常用的意思还是某物给某人或者某事打上烙印的意思。Etwas prägt jemanden oder etwas prägt etwas. Das heißt, etwas ist ein typisches Merkmal von jemandem oder etwas. Zum Beispiel, schneebedeckte Gipfel prägen das Bild der Landschaft. 这片景色的特点就是白雪皑皑的山峰。也就是白雪覆盖的山峰是这片景色的特点。Noch ein Beispiel. Sein Verhalten ist von Aggressivität geprägt. 他的行为很有攻击性。Prägen 非常喜欢用状态被动态，就是这个句子的句型 Etwas ist von etwas geprägt. 也就是他的行为的特点就是有攻击性。所以 geprägt 这个第二分词可以做形容词，解释为有什么样特点的。Der Schock， Der Schock， 打击，一般和介词 für 连用。Ein Schock für jemanden， Ein Schock für jemanden， Ein Schock ist eine seelische Erschütterung, die durch ein unerwartetesund sehr unangenehmes Ereignis ausgelöst wird. Schock 通常指的是由意料之外的，而且通常是令人十分不快的事件引起的心理上的冲击。Zum Beispiel, die Kündigung war ein Schock für ihn. 被辞退这件事对他来说是一个巨大的打击。此外 ,Schock 经常和 Kultur 文化连用，也就是 Der Kulturschock， 指的是在遭遇到其他和我们不同的文化时，由于对对方文化不了解而造成的巨大冲击。Der Wachstumseinbruch， Der Wachstumseinbruch， 经济衰退。这里要讲到 Einbruch来源的动词 Einbrechen， Einbrechen， 有同学可能会说 Einbrechen 不就是上门盗窃的意思吗？我们这里讲的是它的另外一个不及物的含义。 Etwas bricht ein， Etwas bricht ein， 从字面意思看是不是有倒到里面去了，所以它的意思有一点点像 zusammenbrechen 的意思。 Das heißt,Etwas zerfällt in einzelne Teile und stürzt nach unten. 某物破碎且坍塌。由于状态发生改变，所以它的第二分词搭配的助动词是 ist. Einbrechen, brach ein, ist eingebrochen. Zum Beispiel, das
Dach des alten Hauses ist eingebrochen. 这幢老房子的房顶坍塌了。所以它的名词 der Einbruch 可以解释为坍塌、倒塌。那 Einbruch 和 Wachstum 复合的时候构成了 der Wachstumseinbruch， 不难推导出它的意思是发展中断了。发展结束了，甚至还在衰退，所以我们可以把它翻译成经济衰退。这里的 der Einbruch 其实更接近于 der Misserfolg 的意思，也就是失败，发展中断了，发展结束了，甚至还在倒退。Unbeschadet， Unbeschadet， 第二分词做副词，无损的。不受到损害的。现在我们表示损伤损害会用到 beschädigen， beschädigen 或者 schadenbringen， 带来损伤。那么在老一点的德语里有这个动词叫 beschaden， beschaden， 所以 unbeschadet 字面意思就是没有受到损伤的， das heißt ohne Schaden zu nehmen。注意 unbeschadet 主要做的是副词， zum Beispiel glücklicherweise ist das Flugzeug unbeschadet zur Erde zurückgekehrt， 幸运的是飞机毫发未损地回到了地面。 verkraften， verkraften 及物动词，经受得起，对付得了，用法是 etwas verkraften，etwas verkraften， das heißt die geistige Stärke besitzen mit etwas sehr negativen zurechtzukommen。 注意 etwas verkraften 指的是拥有可以对抗逆境的精神力量，也就是就算碰到非常糟糕的事情，我也有精神力量可以对付它，解决它。 zum Beispiel，Wieso hat die deutsche Wirtschaft den Schock der Finanzkrise verkraftet? 德国经济为何可以挺过经济危机的打击？ Jemandem etwas die Stirn bieten. Jemandem etwas die Stirn bieten. 我们知道 die Stirn 是额头的意思。这个词组的字面意思是把自己的额头给某人或者某事看。那么这个短语的意思是 keine Angst vor jemandem oder etwas haben und Widerstand leisten， 对某人或者某事毫无畏惧，而且还敢于抵抗他们，所以我们翻译成敢于面对某人或者某事。 zum Beispiel Die junge Schriftstellerin kann einer schweren Krankheit die Stirn bieten. 这位年轻的女作家敢于面对这场严重的疾病。Die Personengesellschaft, die Personengesellschaften, die Personengesellschaft, die Personengesellschaften, 私人公司。Eine Personengesellschaft ist eine Gesellschaft,bei der die Gesellschafter in dem Unternehmen selbst mitarbeiten und mit ihrem Vermögen haften. 什么叫私人公司？也就是这个企业的拥有者，他也要在企业中工作，而且用自己的财产为这个企业承担责任。这里的 haften 是什么意思？我们后面一个单词就会学到了。Die Haftung, die Haftungen.Die Haftung, die Haftungen, 责任。Haftung 通常使用单数形式。有同学可能会说，我们还学过一个词叫 Verantwortung, 也是责任的意思。那么这两者之间有什么差别呢？ Die Haftung ist die Verpflichtung, einen entstandenen Schaden wieder gut zu machen.注意这里有一个词组叫 Schaden wieder gut machen， 就是赔偿损失的意思。 Haftung 指的是如果造成损失，你有责任负责赔偿的责任。
所以在股份有限公司的缩写 GmbH 中的大写的 H 表示的就是 Haftung 的意思。GmbH steht für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung。什么叫有限责任公司？也就是这是一家拥有有限的责任的公司。也就是一旦在我们的经济行为中，如果我造成了对方的经济损失，我赔付损失的责任是有限的。那么承担这种损失的赔付责任就可以用动词 haften。haften。aufsaugen。aufsaugen。及物动词吸吮。etwas aufsaugen。etwas aufsaugen。saugen 本身就有吸的意思。同学们还记得吸尘器叫什么吗？Staubsauger 用来吸灰尘的装置，而 auf 这个前缀本来就有吸收的意思，比如说在可分动词 aufnehmen 中，这个 auf 表达的也是吸收的含义。那么这里的 etwas aufsaugen bedeutet eine Flüssigkeit aufnehmen， 这个动词通常指的是对液体的吮吸。主语既可以是物也可以是人， zum Beispiel der Schwamm saugt das Wasser auf， 海绵吸收水分。 Sie saugt das Wasser mit dem Schwamm auf， 他用海绵把这里的水吸干净了。 Etwas zu infinitiv bekommen， etwas zu infinitiv bekommen， 有可能做某事。Das heißt, die Möglichkeit haben, etwas zu tun oder etwas wahrzunehmen. 有机会有可能做某事或者感受某事，所以这里用了 wahrnehmen。因此这个词组里 zu 后面所加的动词原形经常会是像听、看这样的动词。Zum Beispiel, auf unserer Reise durch Afrika bekamen wir viele wilde Tiere zu sehen. 在我们非洲之旅的旅途中，我们有机会看到了很多野生动物。那么这里的动词原形就是 sehen. Das heißt, auf unserer Reise durch Afrika hatten wir die Möglichkeit, viele wilde Tiere zu sehen.Wagen, wagen, 及物动词赶驴，这个单词同学们也一定已经学过了。最简单的用法是 etwas wagen, 赶驴做某事。Das heißt, den Mut für etwas aufbringen. 同学们也可以注意一下这个词组的表达 den Mut aufbringen. Aufbringen 我们也学过，表示鼓起勇气做某事。Zum Beispiel,Sie wagte nicht, ihrem Vater zu widersprechen. 他没有勇气忤逆他的父亲。在这个句子里 ,wagen 的四个宾语就是后面的从句了。Ihrem Vater zu widersprechen. Es heißt das. Es heißt das. 据说。Das kann man auch anders formulieren, wie zum Beispiel, man sagt das. Man sagt das. 我们也可以改写成 man sagt das, 同样是据说的意思。或者呢 man vermutet das, man behauptet das, 都是据说的含义。Zum Beispiel, es heißt, dass geheiratet habe. 据说他已经结婚了。后面的从句中还用了 Quantive Eins, 第一虚拟，突出我这里只是转述别人的话。那如果我们在 Es heißt 里面加上 Irgendwo heißt es das, Irgendwo heißt es das, 还可以表示在哪里写着。Das heißt, es steht irgendwo geschrieben das.也就是通过加 irgendwo 可以表达哪里写着什么信息。Zum Beispiel, in der Werbung hieß es, die Uhr sei wasserdicht. 广告里不是这样写的吗？这块手表是防水的。wasserdicht,
防水的。同样，从句里还是用了 Conjunctive eins 第一虚拟。Erfassen 及物动词 etwas erfassen。Erfassen 的意思很多，在我们的阅读课文中，它的意思是 das Wesentliche einer Sache verstehen， 理解一件事情最本质的内容。我们也可以用另外一个动词来替代它 ，etwas begreifen， etwas begreifen。Zum Beispiel， er hat sofort erfasst, was ich meinte。他立马就理解我的意思是什么了。这句话我们可以把 erfasst 同样可以改成 er hat sofort verstanden， er hat sofort begriffen， 意思都是一样的。Untergeordnet 形容词，次要的。可以从这个单词的形式上可以看出，这个单词也是一个 Partizip 2第二分词。我们知道 ordnen 有排序整理的意思，比如我们练习里经常遇到的 etwas etwas zu ordnen 就是匹配归类的意思。所以 unterordnen 顾名思义就是把某物归到另外一样东西的下属或者下级。那么第二分词 untergeordnet 就是被归到下级的，当然就是次要的。Das heißt, weniger wichtig als etwas anderes. 没有别人，没有别的事情来得重要的。我们也可以说是 zweitrangig, zweitrangig, 排名第二的。那么这个词当然也有反义词， unter 的反义词就是 über, übergeordnet, übergeordnet, 排在别人上面的，那当然就是主要的重要的意思了。Die Provinz 这个单词同学们一定不会陌生。 Wenn Sie Ihre Herkunft vorstellen möchten, benutzen Sie manchmal das Wort. 在介绍你们的籍贯来源的时候，有的时候会用到这个单词。例如如果我说 Ich komme aus Hangzhou，即使从来没有来过中国，不知道杭州是一座城市的人，也应该知道 Ich komme aus 后面通常加的是一个 Stadtname 城市名字。那如果你说 Ich komme aus 浙江，不了解中国的德国人就会以为浙江 ist auch eine Stadt， 这个时候我们就应该说 Ich komme aus der Provinz 浙江，我来自浙江省。因为 Provinz 这个单词在德语里指的是 in manchen Staaten ein relativ großes Gebiet mit eigener Verwaltung。 德国人用 Provinz 这个词来指某些国家中面积较大的、拥有自主行政管理权的区域，那中国对应的就是省份。但要注意的是，德国人自己使用的是 Bundesland， 也就是联邦州这个概念。那么在我们今天要读到的阅读课文中，我们用的是 province 的另外一层含义。这个时候 province 只用单数形式。Hier bezieht sich die Provinz auf ein Gebiet, in dem es im Gegensatz zu großen Städten wenig kulturelle oder gesellschaftliche Ereignisse gibt。在做单数的时候， province 指的是和那些大城市相对的小地方、乡下地方，这些地方通常没有什么文化或者社会活动。所以这个含义的 province 通常是做贬义词用的。它还有一个派生出来的名词是 der Provinzler, die Provinzler, der Provinzler, die Provinzler。In China werden Shanghaier oft darüber kritisiert, dass sie die Leute aus anderen Provinzen alle als Provinzler ansehen. 在国内，大家对上海人都有这样的意见，都有这样的批评，也就是上海人通常把来自其他省份的人都叫做乡下人。Aber ich glaube, diese Meinung ist schon veraltet. Die Situation hat sich schon verändert.
舒老师觉得这种看法应该已经是有点过时了吧？现在的情况已经不是这样了。Die meisten Shanghaier sind nett und freundlich. Sie heißen alle Leute aus anderen Provinzen willkommen und akzeptieren sie auch voll und ganz. 舒老师觉得大部分的上海市民还是非常友好的，他们欢迎其他省份的朋友来上海发展，也能够完全的接纳他们。Die Nische, die Nischen, die Nische, die Nischen。在我们的阅读课文中 ，Nische 用来指小众的、冷门的产品领域。要理解这个意思，我们来看看 Nische 的本意。Die Nische ist ein kleiner freier Raum oder eine freie Ecke in der Mauer oder Wand. Nische 的本意通常指的是墙面上凹进去较小的一块空间或者一个角落，可以用来放东西，所以中文可以叫壁龛。Zum Beispiel eine Vase in eine Nische stellen， 把一个花瓶放进壁龛里。有的时候我们家里玄关的地方就会做这样一个 Nische， 在 Nische 里面放个花瓶或者其他的装饰品。因为壁龛一般都是小小的空间，所以 Nische 还可以指 ein meist kleines Gebiet in dem seltene Tiere oder Pflanzen leben können， 还可以指那种比较稀有的动植物生存的小的生态环境。那在我们的阅读课文中，它指的就是冷门产品的领域。Reklamieren, reklamieren, 及物动词，常用的意思有两个。第一个意思是投诉，用法是 etwas bei jemanden oder bei etwas reklamieren。同学们可能会想到另外一个投诉叫 sich bei jemanden über etwas beschweren， 对，另外一个投诉 sich beschweren 是反身的，而 reklamieren 可以直接加你投诉的事情。 Das heißt sich bei einer Firma in einem Geschäft beschweren, weil eine Ware Fehler hat und in Ordnung gebracht werden muss，通常指的是因为商品出现了瑕疵或者故障而且需要修理，那么到生产的厂家或者销售的商家那里去投诉。 Zum Beispiel Der Kunde hat reklamiert, dass sein Fernseher nicht richtig funktioniert. 这位顾客投诉他买的电视机无法正常运行了。那么这里 reklamieren 的四格宾语就是后面完整的从句，相应的名词是 die Reklamation, die Reklamationen, die Reklamation, die Reklamationen。 在我们阅读课文中出现的是 reklamieren 的第二个意思，宣告。 Das heißt, etwas, worauf man ein Anrecht hat, fordern oder zurückfordern, 要求自己有权利的东西，或者追讨自己有权利的东西。Das heißt, etwas für sich beanspruchen. Zum Beispiel, ich muss den Erfolg dieser Verhandlung für mich reklamieren. 我必须说，这次谈判的成功应该归功于我，也就是要求把谈判成功这个功劳记在我的头上。那这个句子我们用 beanspruchen 改写，也就是 Ich muss den Erfolg dieser Verhandlung für mich beanspruchen. Der Treiber, der Treiber, 推手。我们知道 Treiben 这个动词有驱赶、驱使的意思，所以 Treiber 一般来说指的是两种职业的人。Jemand, der bei der Treibjagd die Tiere zu den Jägern treibt. 第一种指的就是围猎者，也就是在狩猎打猎的时候把猎物赶向猎人的那些人。那第二种呢？ Jemand, der andere Menschen zwingt sehr viel zu arbeiten. 强迫别人更多更努力工作的人，那也就是我们所说的监工。不过在我们的这篇阅读课文中， Treiber 是一个褒义词，同学们可以从它的动词
treiben 以及上下文来推导它的含义。Sich irgendwo tummeln, sich irgendwo tummeln, 反身动词，可以解释为积极活动。Das heißt, meist mehrere Personen oder Tiere bewegen sich lebhaft und fröhlich hin und her.它本意指的是一群人或者一群动物在某一个区域积极的活动，也就是跑来跑去的意思。Zum Beispiel, die Kinder tummelten sich am Strand. 孩子们在沙滩上跑来跑去。Noch ein Beispiel, die deutschen Mittelständler tummeln sich auf ausländischen Märkten. 这是我们阅读课文里的原句，同学们来猜猜这句话的意思是什么。这里的 irgendwo 是一个介词短语 auf ausländischen Märkten 在外国市场上，这里指的应该是德国的中小型企业在国外市场上非常的积极。 festhalten festhalten， 注意我们学过 festhalten 的及物用法紧紧抓住，那么这里是不及物用法，所以需要一个介词an etwas festhalten, an etwas festhalten, an etwas festhalten bedeutet etwas nicht aufgeben, 不放弃某事。那么这里的 an 后面也可以加人， an jemandem festhalten, an jemandem festhalten, 那意思就是不放弃某人吗？它的意思是 jemandem,der Schwierigkeiten hat, helfen, besonders weil man ihn mag oder weil man von seinen Leistungen überzeugt ist. 对，和不放弃某人的意思很像，意思是帮助处于困境中的人，就是这个人现在有很多的困难，但是因为我很喜欢他，或是我对他的成绩坚信不疑，所以我继续一如既往地帮助他，就可以说 an jemanden festhalten. Zum Beispiel, sie hielt treu an ihren alten Freunden fest. 他没有放弃他的老朋友，而是继续帮助他们。在德语中，这个含义也可以用另外一个词组来表达。Zu jemandem stehen, zu jemandem stehen, 是不是有一种我永远默默地站在你身边支持你帮助你的即视感呢？所以刚刚那个例句我可以改成 Sie stand treu zu ihren alten Freunden. 好，再看一个例子。Trotz der Niederlage steht der Trainer zu seinem Spielen.尽管比赛输了，但是教练还是没有放弃他的运动员们，一如既往地继续帮助他们。Umschalten, umschalten, umschalten 有转换、切换的意思，不过要注意这个地方它是做不及物的用法。Etwas schaltet von etwas auf etwas um.某物从什么状态切换到另外一个状态。Das heißt, etwas ändert seine Einstellung. 某物改变了自己的设置。Zum Beispiel, die Ampel schaltet von grün auf gelb um. 红绿灯从绿色转换成了黄色。Ja gut, wir haben alle wichtigen Vokabeln des Lesetextes gelernt.Jetzt können wir den Text lesen und die textbezogenen Fragen beantworten. Aber bevor wir das Leseverständnis machen, können wir zusammen die Aufgabenstellung lesen und die Stichwörter markieren.不过在完成阅读理解之前，让我们先来分析一下课文相关的问题，并且划出关键词。啊 ,woher stammt das Wort German Mittelstand? 这里的重点在于疑问词 woher? German Mittelstand 这个奇奇怪怪的词组是从哪里来的？它的一半是英语，另外一半是德语。
Das heißt, wer hat das Wort oder diesen Ausdruck geschaffen? 是谁创造了这个表达呢 ？B. Mit welchen Fragen beschäftigt sich der Text? 这篇课文处理了哪些问题？为什么没有简单的问 Worum geht es im Text? 说明这篇文章其实应该是提出了问题，并且回答了这些问题。In dem Text werden ein paar Fragen gestellt und dann anschließend beantwortet. 所以我们要找出这篇课文所提出的问题。C. Was ist die Philosophie des deutschen Mittelstands? 德国中小型企业的哲学是什么？那么 Philosophie 就是一个关键的信号词。D. Was versteht man unter dem mittelständischen Wertsystem? 人们对于中小型企业的价值体系又是如何理解的？这里的信号词当然是 Wertsystem。CD 这两题告诉我们，课文中一定会对德国中小型企业进行介绍，比如这些企业的哲学是什么，或者说他们的价值体系是什么。Der deutsche Mittelstand wird im Text in Bezug auf Philosophie und Wertsystem vorgestellt. E. Spielt die Größe des Unternehmens eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung eines Mittelstandes? 在确定是不是属于中小型企业的时候，企业的规模是不是起到了决定性的作用呢？ Wodurch ist ein Mittelständler gekennzeichnet?其实这两个问题问的是一回事。那如果说规模不是判断一个企业是否属于中小型企业决定性因素的话，那么中小型企业家他们的特点又是什么 ？Wodurch gekennzeichnet? F. Warum sagt man, dass der Mittelstand eine wichtige Rolle als Treiber von Innovationen in Deutschland spielt?出现了 Treiber von Innovationen， 同学们应该可以理解这个 Treiber 的含义吧？人们为什么说德国的中小型企业在推动德国的创新上起了至关重要的作用？那么这里重要的信号词应该是 Treiber von Innovationen。G. Mit welchen Zahlen wird die Exportorientierung der deutschen mittelständischen Unternehmen veranschaulicht? 课文里的哪些数字形象地表明了德国中小型企业以出口为导向的这个特征？这里要注意的是 Zahlen 和 Exportorientierung。H. Warum bezeichnet man den deutschen Mittelstand als Jobmotto? 这里的信号词肯定是 Jobmotto。为什么人们把德国中小型企业称之为工作马达 ？Was versteht man unter dem Begriff Jobmotto? Das finden Sie bestimmt im Text。这个词要怎么理解？同学们一定可以在课文中找到答案。Nach der Analyse der textbezogenen Fragen können wir herausfinden, dass in diesem Lesetext der deutsche Mittelstand genau vorgestellt wird, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. 通过分析题目，我们发现这篇阅读课文将对德国的中小型企业做全面的介绍，而且是从不同的方面。所以同学们在做阅读理解时，只要根据我们刚刚划出的关键词，一定可以在课文中找到这些问题的答案。
Haben Sie alle Antworten auf die Fragen gefunden? 不知道同学们有没有找到所有问题的答案？那我们一起来看一下。Warum der German Mittelstand so erfolgreich ist? 德国的 German Mittelstand 为何这么成功呢？这里的 German Mittelstand 在第一段会进行解释。Die Bezeichnung German Mittelstand ist eine Wortschöpfung angelsächsischer Medien, um die von Millionen kleinen und mittleren Firmen geprägte deutsche Wirtschaft zu beschreiben. 这句话就回答了问题啊 German Mittelstand 这个概念是从哪里来的 Eine Wortschöpfung angelsächsischer Medien. German Mittelstand其实是安格鲁萨克逊媒体深造出来的一个词，他们想要用这个词来描述已经打上几百万家中小型企业烙印的德国经济。这里有我们在讲词组的时候见过的 von etwas geprägt， 意思也就是德国经济它的特点就是拥有几百万家中小型的企业。也就是中小型企业是德国经济的一个重要特征。Was macht die knapp 4 Millionen kleine und mittleren Unternehmen in Deutschland so erfolgreich? 是什么让将近400万家德国中小型企业如此的成功？ Wieso hat die deutsche Wirtschaft auch den Schock der Finanzkrise mit einem Wachstumseinbruch von über 5% relativ unbeschadet verkraftet. 德国经济是如何安然挺过经济衰退高达 5% 以上的经济危机的？这里的词组是 den Schock der Finanzkrise unbeschadet verkraften， 安然度过经济危机的打击。Was ist der Grund dafür, dass Deutschland mit seinen nur 80 Millionen Menschen der Konkurrenz größerer Nationen wie China oder den USA die Stirn bieten kann? 人口只有八千万的德国，为何毫不惧怕来自像中国或美国这样大国的竞争呢？这里的词组我们已经学过了 ，jemanden oder etwas。Die Stirn bieten， 不惧怕某人或者不惧怕某事。In diesem Abschnitt werden drei Fragen gestellt, die in den folgenden beantwortet werden sollen. 在第一段提出了三个问题，这三个问题就应该在后面的课文中得到解答。所以 Bay 这个问题的答案就是这三个问题。Will man diesen Fragen auf den Grund gehen, muss man die Philosophie des deutschen Mittelstands verstehen. 如果我们想要追究这些问题的根本原因的话，我们就得理解德国中小型企业的哲学。Es geht dabei vor allem um gelebte unternehmerische Verantwortung mit dem eigenen Portemonnaie, wie es ein prominenter Mittelstandsvertreter beschreibt.正如一位著名的中小型企业代表描述的那样，企业哲学最主要的就是，后面引号的这句话，用引号是想说这是原文的引用。This is ein Zitat. Gelebte unternehmerische Verantwortung mit dem eigenen Portemonnaie. Das Portemonnaie ist eigentlich ein Geldbeutel. Portemonnaie.就是钱包的意思，所以这些中小型企业的哲学就是用自己的钱包去体会企业的责任。这里的 gelebt 第二分词其实是实义动词的第二分词。同学们可能会说 leben 是一个不及物动词啊，但是 leben 也有
ein glückliches Leben leben 的用法，过着幸福的生活。所以这里的 glibt 第二分词表达的是被体验、被体会了的这种企业责任，用自己的钱包去体会企业责任。Anders als ein engagierter Manager trägt der mittelständische Unternehmer mit seiner Personengesellschaft in der Regel die volle Haftung. 和被雇佣的普通经理不一样的是，中小型企业家和他们的私人企业通常承担的是完全责任。Da kann man nicht freitags die Tür zumachen und einfach nicht mehr an den Betrieb denken, erzählt ein Mittelständler. 那一位中小型企业家就这么说道，因为自己承担的是完全责任，所以就不能星期五把门一关不营业，然后不去想经营或者生意上的事情了。这也就是中小型企业家的企业哲学。Es gibt noch andere Dinge, die man zu hören bekommt, wenn man nach dem Geheimnis des deutschen Mittelstands sucht. Nach etwas suchen, 寻找。我们在寻找德国中小型企业的秘密的时候，我们可能还会听到其他的事情，也就是其他的原因。Da geht es ein Wertesystem, das man mit der Muttermilch aufsaugt.Beschreibt es ein Mittelständler romantisch. 一位企业家很浪漫地这样说道，德国中小型企业成功的秘诀还包含了一种德国人与生俱来的价值体系。注意这里的 Wertesystem 中间有一个 A， 我们在分析题目的时候，题目里印的是 das Wertesystem， 这两种形式都可以。那我们课文里的 Wertesystem 用的更加的多一点。这里用了一个比喻的表达， dass man mit der Muttermilch aufsaugt， 就是在喝母乳的时候就一起把这种价值体系给学会了，所以我们可以认为这是一种与生俱来的价值体系。Es gehe die Bereitschaft, etwas zu wagen, Verantwortung zu übernehmen für ein Unternehmen, für die Mitarbeiter und auch die Region. 后面的这句 Es gehe 其实就是在解释上文中的 Wertesystem 到底是什么。这种价值体系就是时刻准备敢于去冒险，愿意为企业、为自己的员工，甚至是为这个地区承担责任。注意词组 Verantwortung übernehmen， 承担责任。Das Phänomen German Mittelstand lässt sich mit Zahlen und Fakten allein nicht erfassen, heißt es dort. 这里的 es heißt dort， 舒老师觉得两种解释都可以。比如说在德国大家都这样认为，或者这里的 dort Irgendwo 可以呼应第一段出现的安格鲁萨克逊的媒体，也就是媒体在报道德国中小型企业时如此写道。前面的 sich lassen 是带情态动词被动态的改写形式，等同于 das Phänomen German Mittelstand kann mit Zahlen und Fakten allein nicht erfasst werden。单单靠数字和事实想要了解德国中小型企业这个现象是无法做到的。Es gibt zwar einige prägende Merkmale wie Konzernunabhängigkeit oder Familienführung und Besitz. 光靠数字和事实我们理解不了，那么我们要靠什么呢？有一些决定性的特征，比如说他们不依赖于康采恩这种垄断的企业集团，他们由家庭经营归家庭所有。Die Größe spielt dagegen eine untergeordnete Rolle. 而相反，企业的规模大小就只起到了次要的作用。所以这里给出了 A 这道题目的答案，企业的规模大小不重要。德国中小型企业的重要特征是 Konzernunabhängigkeit, Familienführung und Familienbesitz. Gerne wird auf eine Reihe bekannter Beispiele verwiesen.
Namen großer Familienkonzerne mit Weltruf, die in der Provinz sitzen. Auf etwas verweisen, 就是 auf etwas hinweisen 的意思。大家总是非常喜欢指出一系列著名的例子，这些例子通常都是拥有举世名望却坐落在小地方的家族集团。冒号后面则一一列举了这些位于名不见经传的小地方的重要的家族企业。Als sie werden dem Geiste nach oft noch als Mittelstand gezählt. 所有的这些企业如果根据他们的企业精神的话还是算作中小型企业的。所以上段才会说 Die Größe spielt eine untergeordnete Rolle. 企业的规模并不重要，重要的是企业的精神。Besonders stolz ist Deutschland auf die hohe Zahl seiner heimlichen Weltmeister aus dem Mittelstand in vielen Nischen der globalen Wirtschaft, die Hidden Champions. 尤其让德国感到骄傲的是，在世界经济很多冷门产品领域，来自德国中小型企业的隐藏的世界冠军的数量极其惊人。Über 1300 zählte die Regierung 2012 und reklamierte damit eine Spitzenposition in der Welt für Deutschland weit vor den USA mit 366. 根据德国政府在2012年的统计结果，这一数字高达1300。德国也以此宣告在这个领域自己在世界上的领先地位，因为这一数字比美国的366高出了许多。Besonders im Maschinenbau und in der Elektrotechnik findet man sie. 那这样的企业尤其多地出现在机械制造和电子技术领域。Der Mittelstand spielt also eine wichtige Rolle als Treiber von Innovationen in Deutschland. 所以中小型企业在推动德国的创新上起到了重要的作用。那么这里给出了 F 题的答案。为什么说中小型企业推动德国创新？那理由就是 Deutschland verfügt über 1300 heimliche Weltmeister weit vor den USA mit 366. Ein weiteres Merkmal ist die hohe Exportorientierung des Mittelstands. 德国中小型企业的又一特征就是重视出口。Über 20% ist inzwischen der Anteil der deutschen Mittelständler gestiegen, die sich auf ausländischen Märkten tummeln. 眼下积极活跃在国外市场的中小型企业的份额已经增长了 20% 以上。一般我们表示增长到多少我们会用介词 of, 那表示增长了多少会用介词那么这个句子不是非常的严谨，它把介词省略了。同学们自己写的话，最好还是要加上这个介词。那在没有介词的情况下，我们认为这里的 über 20% 是自由四格做状语，也就是说这个比例增长了 20% 以上。Das sind mehr als 700,000 Unternehmen. 这一个数字对应的是70多万的企业。这里的数字就可以证明德国的中小型企业是非常重视出口的。Besonders auslandsaktiv sind dabei die Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten. 那么员工数字达到50人以上的企业尤其重视国外市场。Mittelständische Firmen bieten den Beschäftigten üblicherweise auch mehr Stabilität als viele Großkonzerne, wie viele Statistiken zeigen. 大量的统计数据表明，相比于大型的康采恩集团企业，中小型企业为他们的员工一般来说会提供更多的稳定性。Mehr Stabilität bieten. Stabilität 的形容词是 stabil.稳定的，也就是你的工作比较的牢靠。Das wurde gerade während und nach der Finanzkrise deutlich. 这个特征尤其在经济危机中
或者经济危机过后尤为明显。Da wurde der deutsche Mittelstand als Jobmotor gefeiert, als der Teil der Wirtschaft, der an seinen Mitarbeitern festhielt, danach dann aber auch relativ schnell wieder auf Expansion umschaltete. 第一个 da 这个单词其实指的就是前面的 während und nach der Finanzkrise。不管是经济危机中还是经济危机后，德国中小型企业始终都是工作的保障，他们是经济中不会放弃自己员工的那一个部分，也是经济危机过后可以快速的切换到扩张发展状态的那一个部分。注意，这里有我们前面所学的单词 an seinen Mitarbeitern festhalten， 即使在经济危机中也不放弃，不抛弃自己的员工。Auf Expansion umschalten， 切换调整到扩张发展的状态。这里虽然没有介词 von， 但是我们可以看出它指的是可以很快走出经济危机的打击，重振旗鼓，继续加速发展。这句话其实就给出了中小型企业被称为 job motor 的原因。当然我们也可以用后面的具体数字，2011 waren über 70% aller Erwerbstätigen im Mittelstand beschäftigt. 2011年，所有被雇佣者中有 70% 的人是在中小型企业工作的。Während die Großunternehmen und der Staat in diesem Jahr 530.000 Stellen abbauten, schufen Mittelständler 925.000 neue.Hier wird durch das Wort während ein Gegensatz dargestellt. 这句话通过连词 während 展示了一个对比。一方面，大企业和国家在这一年削减了530,000个职位，而另外一方面，中小型企业却创造了925,000个新的职位。Und von 2007 bis 2011 stieg die Zahl der Beschäftigten in mittelständischen Firmen rund 2,5 Millionen. 从2007年至2011年，就职于中小型企业的员工数量增长了约250万人次。那么从这一段我们可以看出， Der deutsche Mittelstand bietet zahlreiche Arbeitsplätze,und wird deshalb als ein Jobmotto bezeichnet. In dieser Stunde haben wir durch einen Lesetext herausgefunden, warum der deutsche Mittelstand so erfolgreich ist.在这节课上，我们通过一篇阅读课文找出了德国中小型企业成功的秘诀。In der nächsten Stunde werden wir ein paar Übungen machen, einschließlich Wortschatzübungen und mündliche Übungen, und das in dieser Stunde Gelernte zu wiederholen. 那么在下节课上，我们将通过一系列的练习，比如说词汇练习、口语练习，来复习这节课所学的内容。Ja gut, wir machen für diese Stunde Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. 我们这节课就上到这里，下节课再见。